Puschel, puschel. Gut. Zing, zing. So. Oder, nächste Alternative. Wenn wir einen Barbaren oder Paladin spielen können, nehmen wir die Rune raus und versuchen uns an der Herausforderung zu messen. Wenn wir allerdings eine andere Klasse spielen, also jetzt Spellsword oder Archmage oder was weiß ich, dann ballern wir ein, zwei von den Runen rein, um so wenigstens einigermaßen spielen zu können und Übungen zu bekommen. Das klingt auch nicht schlecht. Oh ja, jetzt bin ich erstmal froh, dass ich 20.000 Gold habe. Gleich viel mehr. 24.000 Gold. Sehr schön. Hier hätten wir die nächste Fleischstatue. Also ja, ich denke, wenn das so weitergeht, können wir mit diesem Helden hier alle vier Etagen clearen. Was dann mal wieder locker... Oh, nächster Übergang. Was dann mal wieder locker 100.000 Gold wären. Ein Raum fehlt noch. Oh ne, zwei Räume fehlen noch. Beziehungsweise zwei Abzweigungen fehlen noch. Und wir könnten ein wenig Mana gebrauchen. Ja, da hinten geht's weiter. Allihop, allihop. Allihop, allihop. Noch mehr Gold. Wing. So. Hops. Und au. So, hoch links, unten links, hoch links, unten links. Oh, nee. So. Ja, ich hab dich gesehen, du was. Garstiges. Oh, wow, wow, wow. Komm. Au. Sehr schön. 30.000 Gold und erste Stage ist clear. Sauber. Zing. Zing. Ich hab's ja sogar langsam mit den grünen Dingern langsam drauf. Langsam. Links. So. Wir würden gerne in die Hölle. Weil wir gucken, welche Stufe da die Gegner haben. Achso, und wir sollten mal dich mitnehmen, genau. Also hier oben im ersten Bereich waren die Gegner Level 151. Hier sind sie schon mal 192. Und sind auch schon wieder die Max-Version ihrer Art. Okay. So viel dazu, dass wir mal ganz locker flockig alle vier Ebenen klären können. Wow. Hat ja gar keinen Schaden, der Typ. Ja, das ist nicht so nett hier. Komm, geh weg da. Das Ganze für 6 Lebenspunkte. Na gut, 12. Ich würde echt gerne rein. Oh, das könnte klappen, wenn wir mehr Mana hätten. Obwohl der direkt über uns, der geht, glaube ich, gar nicht. So. Dich kriegen wir auch nicht klein. Au. Weg, 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 weg. Zurück zum Dingensraum hier und dann rechts und runter. Oh, hallo Rage. Nee, du heißt Wrath. Gold in der Wand ist nicht schön. Oh. So nicht. Und da ist wieder eine Guardbox vom Himmel gefallen. Ich hab's genau gesehen, Spiel. Oh, Lebenspunkte. Oh.
Oder Schadenspunkte. Viele Schadenspunkte. Ich glaube, ich sollte zurück in Ebene 1 oder 2 gehen. Unsere Rune greift hier nicht mehr. Au. Kaputt, kaputt, kaputt. Komm schon. Oh. So. Oh. Stirb, 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 stirb. Oh, Hühnchen. 33.321. Ist okay. Trotzdem denke ich mal, wir sollten nur ganz kurz hier rechts gucken. Und da reinspringen. Ja, Wald ist gleich viel entspannter. Gegner sind nicht riesengroß, haben nicht ihre zigtausend Spezialfähigkeiten. Hier können wir es ein bisschen entspannen. Au. Oh, wenn wir nicht gerade von irgendeinem doofen Schädel getroffen werden. So. Jetzt noch ein, zwei Hühnchen und alles ist gut. Ist bestimmt gleich noch so ein Feuerspucker, richtig. Und kaputt. Hab ich dich. So. Und wo sind wir hier eigentlich? Hallo. Lässt mir nicht sehr Platz zu manövrieren da. Das ist auf deiner kleinen Mini-Insel. Ich will dich doch bloß töten. Ah, sehr schön. So. Also, wo sind wir? Irgendwo, nirgendwo. Das heißt, wir gehen erstmal nach rechts, damit wir hier später nicht wieder hin müssen. Oh. Wo bist du, grüner Magier? Da bist du. Durch zwei Ebenen durch. Hinterhältiger Maps, du. So. Gleich 40.000. Schwing, schwing, schwing. So. Du. Mhm. So. Ach so, ihr beiden. Einer kaputt. Mehr Mana habe ich aber nicht. Okay. Oh, ein Treffer noch. Haha. Und ein Feuerball in der Wand. Ist okay. Angriffskraft. Also nein, Stärke. Doch nur einer, aber jeder Punkt zählt. Das erhöht ja auch gleichzeitig unseren Crit-Schaden, weil der Crit-Schaden basiert ja auf dem eigentlichen Stärkewert. Stirb. Drei. Oh. Komm raus da. Du auch. Ihr Cheater. So. Das ist machbar. Zing. Yeah. Oh. Verfolgt der Typ im Hintergrund da uns über die ganzen Etagen? Ist mir gerade so aufgefallen. Also er ist neben uns hergeflogen. Und als wir die Karte gewechselt haben, war er auf der nächsten Karte und ist weiter nach rechts geflogen. Warte mal kurz. Ja, vielleicht waren wir auch zu langsam. Au. So. Oh. Ja. Da müssen wir anders aufräumen.
So, von hier können wir nicht ran. Von hier können wir ran. So, Paradu. Jetzt hast du Pferd. Jetzt du. Klimper, Klimper, Klimper. 50.000. Und wir haben noch wie viele Statuen? 3 oder 4? Wo wir Hühnchen jederzeit abholen können. Also ja. Hier, hey. Hier ist gleich wesentlich entspannter. So. Hops, hops, hops. 2 mal nach links und dann nach unten. Vielleicht ist dieser Revue gerade. Hm, oh. Ja, das war knapp. Oh, wir haben eine Kiste übersehen. Das geht ja mal gar nicht. Genau dich. Mit richtig schön viel Gold drin. Nein, Tagebucheintrag. Nö, dich wollen wir nicht. Das sieht interessant aus. Irgendwo ist irgendwas gestorben und hat uns Lebenspunkte gegeben. Zing, zing, zing. Das sollte die Dinger töten, wenn sie über Land sind. Ich muss jetzt irgendwie gerade an XCOM denken. Oder das erste. Auch nur UFOs abschießen, wenn sie über Land sind. Sonst bringt das gar nichts. Oh. Blop, 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 blop. Und Hühnchen und in Stacheln gefallen überhaupt. Sehr schön. Und noch ein Hühnchen. Ich sollte die Rune echt rausnehmen. Es wird schon wieder langweilig. Also ja, es ist immer noch schwierig und so, aber... Ich meine, wir sind gleich wieder bei vollen Lebenspunkten und haben so viel Gold gemacht. Also ja, ich denke, ich bleibe bei der Taktik. Wenn wir den Barbar oder Paladin spielen können... Wegen dem Zufallsgenerator-Ding da. Dann, wow. Viele von euch. Ja, wenn wir die spielen können, kommt die Rune raus. Wenn wir sie nicht spielen können und nur nicht optimale Klassen, dann kommt die Rune rein. So. Ching. Ja. Hallo Pferd. Komisches Ding. So. Quatsch, Quatsch. Du, genau. Du stehst da echt doof. Aha, okay. Oh. Was haben wir hier? Noch mehr davon. Au. Der Raum ist nicht schön. Zu viel Grün. Zu viel Ping-Pong. Yikes. Au. Irgendwo sind noch die Augen genau da oben. Nee, 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 nee. Das lasse ich erstmal. Au. Hm. 61.000. Au. Schwing, 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 schwing. Oben rechts ist noch ein Raum. Und das sind noch die Augen gewesen. Doofe seitliche Stacheln. Oh, okay. Au. So. Oh, okay. Au, au, au. Ding, ding. Okay. Ich muss euch gar nicht alle töten. Ich muss nur an... Oh. Dir vorbei. Und an dir vorbei. Oh.
Tling. Curse Bracer. Ja, nee, schwerer machen die Gegner ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Das wäre ganz schön garstig. Oh. Nein, nein. Wollt doch bloß da hoch. Warum klappt das nicht? Okay. So. Rechts und oben. Genau hier. Ja. So weit, so gut. Oh, 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 oh. Und das Mana sollten wir auch mitnehmen. Obwohl wir, oh, sind wir fast wieder voll. Sehr schön. Da kann ich ein bisschen rumschreien. Yeah. Der Raum ist auch sehr komisch. Und da war keine Meldung. Töte keine Gegner oder irgend sowas in der Richtung. Okay. So, Hühnchen. Schwing. Haste ohne Schwert. Und weg hier. Sehr komisch. Oh ja, mal wieder schön, dass es immer noch Räume gibt, die ich nicht kenne. Da. Ah, ja. Zing, 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 zing. So. Und oben. Bossraum. Ja, und Hühnchen sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und den Boss sollten wir auch angehen. Ich teleportiere mich nur mal ganz kurz zu ein paar Stellen, wo noch Hühnchen liegen. Hier ist kein Hühnchen. Also Übergang zur Hölle. Bossraum, erste Etage. Übergang zu Maya. Übergang zum Wald. Und das reicht eigentlich schon. Und jetzt Bosswald. Genau. Und Alexander war das, ne? Mhm. Hallo. Oh. Yikes. Oh, oh. Oh, der ist im Sack. Ihr gönnt mir gar nichts. Ich fahre du ruhig einfach weg. Boy, boy. 80.000 Gold. Und Lebenspunkte, Magie, Schaden und Mana. Schwing. Wurde der Boss jetzt eigentlich auch runter eskaliert? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ah, ja. Also ab hier sind wieder die großen Gegner. Das merkt man so ganz leicht. Oh. So. Da oben. Kriegen wir jetzt hoffentlich ein paar Lebens. Oh. Warum springt der hier raus? Ninja-Schleime, das geht ja gar nicht. So. Kaputt, kaputt. Okay. Boah, es war echt komisch, dass so viele Schleime auf einmal da rausgesprungen sind. Genau, du. Du bist auch so ein komischer Ninja-Schleim. So, geh aus. Und da hast du viel Gold. Kann ich mich nicht irgendwie instant zum Zwerg machen? Na gut. Ist der Wald damit durch?
Ja, ist er. Sehr schön. Also, erste Etage durch, erste Boss tot. Zweite Etage durch, zweite Boss tot. Das heißt, Maya. Und ich denke mal, hier werden die Gegner auch schon stark sein. Also so stark, wie sie eigentlich sein sollten. Jo. Sieht sehr stark danach aus. Oh. Bonk. So. Oh. Okay. Du bist zielgesuchendes Ding. So. Joink. An dir komme ich nicht vorbei, hm? Doch. Aha. Ja. Hier liegt einfach so Gold auf dem Boden. Du bist nicht echt. Oder nicht das, was du zu vorgibst, scheinst. Oh, Boss. Ja, warum nicht, ne? Haben jetzt schon 95.000 fast. Ja, nee. Okay. Haben jetzt schon 97.000. Mist, da komme ich gar nicht ran. Au. Du, Mann. Ich sollte sie einfach immer in Ruhe lassen, wenn ich sie sehe. Aber okay, nächster Boss. Aha, mein Lieblingsboss. Hallo. Also primär wegen der Musik. Und das Movement macht hier irgendwie Spaß. Oh. So. Na komm. So. Oh. Oh, nochmal anstürmen, okay. Wurde bisher noch keinmal getroffen, kann das sein? Sehr schön. Ist nur eine Frage der Zeit, bis du stirbst. Bist du gerade Kurven um mich rumgeflogen? Ich fühle mich leicht verarscht. So, komm runter. Nein! Der eine Treffer vorher musste echt sein von dem, ne? Aber na gut. Oh. 112.000. Hammer. Und Mana Stärke. Schwing. So, und ich glaube, den Schleim werde ich gar nicht erst versuchen in den nächsten Leben. Sonst komme ich echt wieder in die Versuchung, den Boss zu töten. Und dann, wow, kommt sowas. Und erinnert mich daran, wie schwer der Spielmodi eigentlich gerade ist. Und ich da die ganze Zeit nur am Rumwuseln bin mit den Runen. So. Komm schon. Ich will doch bloß die Magier töten, damit ich mich hier besser bewegen kann. Nee. Oh ja, eine Menge Gegner gekillt. Wenn auch viel zu einfache Gegner. Und zwei Bosse. Hat sich also definitiv gelohnt. Aber ja, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und danach machen wir so weiter, wie ich es geplant habe. Also wir benutzen die Rune echt nur, wenn wir keinen Barbaren oder Paladin spielen können. Weil sonst ist es einfach zu langweilig. Also ja, dann bis gleich.